Heute arbeiten wir im Bereich Torabschluss. Wie das Ganze ausschaut, seht ihr hier. Ganz leichte Geschichte, brauchen wir keine Hütchen, nichts, nur ein Tor, ein Torhüter, ein paar Spieler und eine Kugel. Wir spielen ein paar Doppelpässe, dann kommt ein Ball in die Tiefe, ihr startet so schnell hinterher, wie es geht, geht ins 1 gegen 1 mit dem Keeper und macht die Bude, okay? Ja. Bring dich so ein bisschen rein und dann geht es um Handlungsschnelligkeit, irgendwann sage ich Hep und dann geht der Ball in die Tiefe, den nimmst du dann nicht an, sondern tigerst hinter dem Ball her und Hep, zack. 1 gegen 1 mit dem Goalie. Und hepp. Und Torzeit, komm! Und ja, steht. Das Entscheidende bei der Geschichte ist natürlich, dass ich so schnell reagiere, wie ich kann. Das kann ich jetzt nicht großartig beeinflussen. Was ich aber beeinflussen kann, ist, dass ich das Tempo nicht rausnehme. Ja? Das heißt, nach der Drehung im Vollsprint in den Ball reingehen und dann mit dem ersten Kontakt auch im Tempo zu bleiben. Um das jetzt ein bisschen spielnäher zu simulieren, bin nicht mehr ich derjenige, der den Ball in die Tiefe spielt, sondern einer von euch. Und derjenige, der den Ball in die Tiefe spielt, wird zum Verfolger. Ja, spielnahe Situation, ich bin Stürmer, gehe ins 1 gegen 1 mit dem Torwart, aber da ist ein Verteidiger an mir dran. Der versucht mich zu jagen, der versucht noch den, Torabschluss zu verhindern, okay? Gib ihm ruhig ein akustisches Signal. Ja. Genau. Und jag ihn wieder an. Jag ihn, jag ihn, jag ihn. Cool. Ja, Herr Schiel ist richtig. Wichtig auch, dass die Passqualität stimmt, ja, dass ich diesen Ball in die Tiefe richtig dosiere. Das Schöne bei der Geschichte ist, als Offensivspieler kann ich im Prinzip jetzt für mich selber entscheiden, wie hoch möchte ich diesen simulierten Gegnerdruck haben. Ja? Je weiter ich wegstehe von demjenigen, der mir den Ball zuspielt, desto weniger groß ist der Druck. Das heißt, wenn ich jetzt aber zu mir sage, ich möchte eine spielnahe Situation haben, ich möchte, dass der wirklich richtig an mir dran ist, dass der Körperkontakt bekommt, dann mache ich den Abstand zum Anspieler einfach ein bisschen kleiner, mache einfach vielleicht 1 oder 2 Meter und lass mich dann in die Tiefe anspielen und dann wird der Druck vom Verteidiger automatisch viel höher sein, weil die Distanz nicht mehr so groß ist, der Abstand ist nicht mehr so groß. Ganz genau. Und jetzt haben wir Kontakt. So ist gut. Und Johann, top gelöst. Wir haben noch eine weitere Steigerung von dem Ganzen, nachdem wir jetzt zunächst den flachen Ball in die Tiefe gespielt haben, kommt jetzt ein springender Ball in die Tiefe. Das heißt, ihr chippt mir den Ball einfach nur in die Arme, macht 2, 3 schnelle Schritte in meine Richtung, eine explosive Kehrtwende Richtung Tor. Ihr kriegt den Ball von mir über den Kopf geschmissen und dann ist es halt die Schwierigkeit, entscheide ich mich dazu, das Ding direkt reinzuhauen oder muss ich den Ball mit irgendeinem Körperteil nochmal mit nach vorne nehmen und dann den Ball ins Tor schießen. Okay? Und Tempo. Und so. Und ab. Und rein damit. So schaut's aus, wieder an. Okay, ihr wisst selber, selten habe ich im Spiel die Situation, dass ich wirklich auf dem Torwart alleine zulaufe und gar keinen Druck bekomme. Ja, es ist immer irgendjemand hinterher, wenn es aufs Tor geht. Das heißt, wir wollen jetzt natürlich, wie beim ersten auch, simulieren, dass da ein Verteidiger hinterher getigert kommt. Das heißt, der Chip in die Arme geht von dem Verteidiger. Der Verteidiger schmeißt den Ball drüber und geht dann sofort hinterher. Und dann muss ich wirklich, wie im Spiel, habe ich eine realistische Situation. Habe ich genug Zeit? Ist der Gegner genug weit weg? Kann ich das Ding wirklich jetzt in der Höhe reinhauen? Oder muss ich wirklich mit irgendeinem Körperteil das Ding nach vorne mitnehmen, damit derjenige, der hinter mir her ist, mich nicht mehr halten kann? Ähnlich wie im ersten Teil kann ich hier auch ganz individuell arbeiten. Ja? Ich kann den Ball in einem hohen Bogen schmeißen, dann habe ich als Verteidiger deutlich mehr Zeit hinterher zu gehen. Ich kann den Ball ein bisschen schärfer schmeißen. Kann ich also komplett individuell gestalten und auch wie beim ersten Teil kann ich auch mit dem Abstand arbeiten. Ja? Das heißt, jeder kann für sich selber entscheiden, wie hoch soll der Gegnerdruck sein, wie schwer soll der Ball zu verarbeiten sein. Im Prinzip eine geniale Übung, um diese Situation zu simulieren. Ich gehe auf den Torwart und irgendjemand kommt hinter mir her. Okay? Das war's für heute.